Hey! Hi. Du kommst wegen der Lampe, oder? Nein, ich komme wegen des Schlauchboots. Was? Nee, ich glaube, du bist falsch. Ich habe kein Schlauchboot. Oh, nee, ich war mir schon relativ sicher. 5. Stock, 3 Meter großes Schlauchboot, rot, verkauft von einer jungen, attraktiven Frau. Nee, da bist du falsch. Entschuldigung. Ciao. Hi. Sorry, das mit dem Schlauchboot sollte ein Gag werden. Ich habe mich da ein bisschen verrannt. Ich bin wegen der Lampe da, ja. Ach so, okay, komm rein. Danke. Also ich habe einmal eine Lavalampe gesehen und meinte, sie ist ganz schön. Dann habe ich direkt 3 zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die anderen beiden sind schon weg. Ich würde sie behalten, aber es ist kein Platz. Ja, nee, ich hole die für meine Schwester. Wir waren letztens in der Stadt unterwegs und dann haben wir so eine Lavalampe gesehen. Und sie meinte so, ach, die ist eigentlich ganz schön. Und ja, in der Woche hat sie Geburtstag. Und ich dachte mir, ah, wie cool. Ach, da wird sie sich freuen. Schön. Ja. 10 hatten wir gesagt. Genau, cool, dankeschön. Ja, danke. Oh! Ah, tut mir echt leid für deine Lampe. Ah, meine Lampe, also du hast sie doch gerade gekauft. Ach so, nee. Ich habe dir das Geld gegeben, aber die Lampe ist ja nicht bei mir angekommen. Doch, du hast sie genommen und dann ist sie runtergefallen. Ja. Na, doch, du warst zwischendurch ein glücklicher Lavalampenbesitzer, nur halt ganz cool. Nein, verstehst du, zwischen Vertragspartner A und Vertragspartner B kam es nie zu einer sachgerechten Übergebung. Übergebung, das ist gar kein Wort, oder? Ja, du hast auch Danke gesagt. Also. Ja, mein Gott, ich bin ein höflicher Mensch. Ohohoho! Endlich erwache ich aus meinem über 1000 Jahre langen Schlaf. So sagt mir, ist Pharao Karambolo immer noch an der Macht? Nein. Ha, den konnte ich eh nie leiden. Okay. Hier liegt ja so viel Müll rum wie im Magen von Agamemnon. Hier sieht's ja schlimmer aus als in den Katakomben von Canastra. Ach, kommt. Echt nicht? Meinem Besitzer sollen 3 Wünsche zuteil werden. So sagt mir, ihr Einköpfigen, wer von euch ist mein rechtmäßiger Besitzer? Meine Lampe. Also ist ja meine Lampe. Ach Quatsch, nein. Mir ist sie runtergefallen und ich habe auch schon Danke gesagt. Nein, habe ich gar nicht gehört. Ach komm, das dauert ja länger als die Morgentoilette von König Mamuda Gese dem Dritten. Echt? Niemand? Ihr habt ja weniger Humor als... Nimm du ihn. So, was genau ist in diesem Beispiel bei der Transaktion schiefgelaufen? Keiner eine Idee. Was ist mit Ihnen? Gute Arbeit. Originals.